Ja, hallo zusammen, ich bin schon wieder da. 2017 ist rum und gucken wir mal, was alles wieder war. Also, ich muss ja sagen, es war wieder Mats was los und viele waren beteiligt und sie haben alles gut gemacht. Das ist zumindest meine Meinung und deshalb, ich muss alle mal loben. Zum Beispiel all die, die was für unseren Woi machen. Wie die, noch einmal zum Beispiel, die jungen Menschen hatten Winzer mit ihren neuen Festchen. Naja, jung sind die nicht all mehr, aber halt jung Winzer, die alte Kerl. Also, man sieht, Woi gehört bei uns schon dazu. Das wissen wir ja. Aber auch die Kultur. Und auch da war wieder was geboten. Da muss man auch mal loben. Es ist ja Mats was los bei uns. Auch die Straßen sind da immer recht rührig mit dem Ammerbacher Pappelgosche. Aber gut, wirklich. Und schon wieder junge Leute, die von Aquaphobie, oder wie das so heißt, war schon ein bisschen laut, klar. Aber wenn sie sonst keinen Blödsinn machen. Mach dich frei. Die Sonntagsseelsorge auf Antenne Allenbach.
Rufen Sie an, ich freue mich auf Sie. Sie wollen jetzt also hier praktizieren? Ja, deswegen bin ich hier. Toll, toll, toll. Na, hören Sie mal, ich praktiziere nicht zum ersten Mal. Ja, da wäre ich jetzt auch von alleine drauf gekommen. Tja, ich muss ja gerade so weiter loben. Jetzt mal alle Ehrenamtlichen, die sich immer für uns alle einsetzen. Vor allem natürlich die Feuerwehr. Unseren Dorfchef. Hallo, Herr Bäuermeister. Der lobt sie auch bei jeder Gelegenheit. Dafür lobe ich ihn jetzt mal, weil es gerechtfertigt ist. Also, sei Lob an die Brandwächter. Und einen schönen Empfang für alle Ehrenamtlichen gibt es ja auch. Da lobe ich jetzt auch mal den ganzen Stadtrat dafür. All meine. Ja, also super, ihr Leute. Also generell muss man ja sagen, bei uns ist immer was los. Immer eine neue Idee, wie zum Beispiel Sommer in der Stadt. Und deshalb loben wir jetzt auch mal die, die das so immer im Hintergrund alles organisieren. Zum Beispiel die Frau Gebler vom WKT, Abkürzung von Wir können trinken. Und dann die Frau Wolf, dem Dorfchef, der Chefin, und die Frau Hauberger, die das mit aller Ruhe im Griff hat. Bauhof und Hausmeister natürlich auch und all die Verwaltung sowieso. Also bei uns ist deshalb lang nicht so langweilig wie woanders. Zum Beispiel in, naja, egal.
ist Fairtrade Stadt. Nach Erfüllung aller Kriterien der Kampagne Fairtrade Towns wird Erlenbach am Main mit dem Titel Fairtrade Stadt ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch! Wenn wir schon am Loben sind, dann jetzt da echt einmal unsere Freunde vom Gesundheitszentrum. Die haben ja endlich gemerkt, dass, wenn man was bauen will, man irgendwann auch mal anfangen muss, ein Loch zu graben. Respekt. Die Stadt baut ja, die Kindergärten werden schon wieder erweitert. Und KN abzusehen, naja, die steigende Produktionsbereitschaft von der Bevölkerung erfordert eben bauliche Maßnahmen. Und wenn die Kinderchen dann da sind, dann stehen sie nicht im Trockenen. Und ab jetzt können wir all wieder schwimmen gehen. Super Lob an all. Klasse. Schwimmbad haben wir gekriegt. Für mich ist das ja nichts, weil ihr wisst ja, ich selbst bin ja wasserscheu. Ich trinke kein Wasser. Sondern lieber ein schöner Raude. Sie haben schon interessant ausgesehen, unsere drei Oberschwimmer in gestreift, können alle noch Querstreifen tragen. Und gut ausgesehen hat auch der oberste Mitarbeiter,
von der Frau Wolf, das war ihre vierte Wiederwahl. Der hat mir dann auch zu meinem 75. Geburtstag gratuliert. Dafür muss ich ihn jetzt auch ein bisschen loben. Und alle, die da dabei gewesen sind. Ich war ja so gerührt, die haben mich sogar in Stau gemeißelt. Die Figur steht an den Wängen oben. Hoffentlich wissen die Krabbe Bescheid. Nicht, dass die auf mich, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Neuer und alter Bürgermeister ist Herr Michael Bernier. Herzlichen Glückwunsch, weiterhin Siegesgesundheit und wie gesagt, keine Wetten. So, das war's dann für das Jahr. Es war ein schöner Film. Lob an der Herr Witkowski. Gut wie jedes Jahr. Und wer sich vermisst hat im Film, vielleicht klappt es im kommenden Jahr. Und jetzt zum Schluss, da muss ich mich auch mal selber loben. Ich mach das einfach gut, oder? Ich werde von Jahr zu Jahr besser. Vor allem, das Trinken klappt immer besser. Und in dem Sinn, auf 2018, das Jahr, in dem der Kaiser Barbarossa wiederkommt. In dem Sinn, zum Wohl. Und hoffen wir, dass es vielleicht noch eine Spur besser wird, wie es 17er schon war. Prost!